Herzlich willkommen im Rosenmuseum. Seit beinahe 50 Jahren hält die Königin der Blumen hier Hof. In dieser neuen Sonderausstellung möchte ich Sie mit einer gänzlich fremden Seite der Rose bekannt machen. Die Ausstellung trägt den Titel »Die dunkle Seite der Rose« oder »Die Faszination des Gegenteils«. Ja, wir widmen uns einem schwierigen, aber faszinierenden Thema. Ich kann Sie beruhigen. Es ist nichts Böses und nichts Teuflisches, wenn der Volksmund meint, auch eine weiße Rose wirft einen schwarzen Schatten. Eine Rose ohne Dornen ist ein Widerspruch in sich. Eine solche Rose gibt es nicht. Zeigt die Blüte der Rose alle Freude der Welt, so zeigen die Dornen das Leid der Welt. Durch die Ausstellung leiten Stichworte wie Liebesglück und Zerstörung, Gewalt und Schutz, Schönheit und Vergänglichkeit, Verführung, Tod und Krieg. Die Rose gilt ja als das Symbol der Liebe, Schönheit und Jugend. Die symbolischen Bedeutungen der Rose haben sich jedoch mit der Zeit verändert und mit der Mode und den Religionen gewandelt. Doch das Symbol Rose ist hochwirksam, stets einsatzbereit und wird in jede Gefühlssphäre hineingezogen, auch in negative. Mit einer Rose lässt sich wortlos eine drastische Nähe zu dem Gegenüber herstellen, auch wenn das Gegenüber völlig fremd ist. Bedeutet eine rote Rose immer tiefe Liebe oder auch augenblickliche Verführung oder falsche Versprechung? Der Besucher der Ausstellung sollte bereit sein, hinter das Offensichtliche zu blicken. Tritt man dann später hinaus und sieht die Blütenpracht in den Steinfurter Rosengärten, sind die dunklen Seiten der Königin der Blumen rasch vergessen.